Hallo, wir sind Anne, Stefan und Milo von Spirits Abenteuer. Seit Mai 2021 arbeiten wir vom Wohnmobil aus und erkunden nach Feierabend Europa. Bisher waren wir schon in Schweden, Spanien und Dänemark. Zurzeit überwintern wir in Südfrankreich. Möchtet ihr auch ein wenig dem kalten Wetter entfliehen und etwas Sonne tanken? Na dann kommt mit auf Spirits Abenteuer. Kommt mit uns auf eine traumhafte Küstenwanderung und einen einmaligen Gebirgspass. Außerdem dürft ihr das nicht verpassen. Wir besuchen ein Internierungslager aus dem Zweiten Weltkrieg. Also, steigt ein, schnallt euch an und kommt mit! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns wieder auf unseren Abenteuern begleitet. Ja, wir sind immer noch hier an der Sommerresidenz des französischen Präsidenten, weil es hier einfach so unendlich viele Wege gibt. An der Küste entlang, ein bisschen ins Landesinnere. Also echt ist für jeden Wanderer was dabei. Und ja, heute machen wir den Küstenwanderweg. Genau, hier ist der Sentier Littoral und da geht es in Richtung Westen, immer der Küste entlang. Und wie wir jetzt schon mitbekommen haben, hier sind richtig schöne Aussichten. Mit diesen traumhaft schönen karibischen Eindrücken verabschieden wir uns langsam von der Côte d'Azur. Für uns ist an dieser Stelle der Küstenwanderweg vorbei, aber er war echt traumhaft schön. Wir haben hier super schöne Aussichten genießen dürfen. Und jetzt versuchen wir durchs Inland zurück Richtung Parkplatz zu kommen. Genau, und auch in den nächsten Tagen führt uns unser Weg dann weiter Richtung Hinterland. Wir verabschieden uns von der Küste und wollen uns mal wieder ein bisschen mehr die Gebirge und so weiter angucken. Mal schauen, was uns erwartet. Ihr dürft also gespannt sein. Bonjour. Bonjour. Wir verabschieden uns von der Küste und begeben uns in andere Gefilde.
Denn für uns geht's jetzt hoch hinaus. Wir fahren ins Gebirge. Nach ca. 90 Kilometern sind wir an unserem Ziel angelangt. Nach einem holprigen Start in den Tag, ja, auch sowas gehört zum Wohnmobilleben dazu. Also unsere Gasflasche war alle und irgendwie hat sich unsere Batterie über Nacht tiefentladen. Da müssen wir jetzt mal in den nächsten Tagen schauen, wie sich das so entwickelt. Ist halt immer nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Sind wir aber jetzt ein ganzes Stückchen gefahren und in der Region Sainte-Baume angekommen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aber wir schreiben euch das ja eh immer hier hin. Der Naturpark Sainte-Baume umfasst aktuell eine Fläche von rund 84.200 Hektar. Seine Landschaft wird hauptsächlich von der Kalksteinkette Massif de la Sainte-Baume geprägt, die der Namensgeber dieses Ortes ist. Der Naturpark ist eine der wasserreichsten Regionen der Gegend, wodurch sich hier eine atemberaubende und artenreiche Flora und Fauna entwickeln konnte. Nicht umsonst gilt Sainte-Baume als kleiner Geheimtipp, der ein Paradies für Naturfreunde, Wanderbegeisterte und Klettersportler ist. Von unserem Parkplatz aus kann man zum Beispiel perfekt zur Quelle von Huvon wandern. Der Fluss bietet mit seinen zahlreichen Becken und dem türkisfarbenen Wasser ein unglaubliches Naturschauspiel. Aber auch zur Höhlenkirche Sainte-Marie-Madeleine, die diesen Ort zu einer wichtigen Pilgerstätte macht, kann man auf gut ausgeschilderten Wanderwegen gelangen. In dieser Höhle, am Nordhang des Massivs, soll Maria Magdalena der Sage nach ihre letzten Tage verbracht haben. Daher werden hier zur heutigen Zeit wichtige Reliquien von ihr aufbewahrt. Da es zu den beiden Highlights jedoch eine größere Wanderung mit einigen Höhenmetern ist und wir ja erst nach Feierabend gegen 17 Uhr losstarten können, haben wir uns dazu entschlossen, die Zeit hier einfach mit gemütlichen Spaziergängen in der wunderschönen Natur zu verbringen. Wir verlassen die Natur und es geht für uns wieder bergab. Wir fahren in eine größere Stadt und besuchen mit euch zusammen einen ganz besonderen Ort. Heute schauen wir mal wieder hinter die Kulissen dieser schönen Urlaubsregion. Denn wir schauen uns heute ein Internierungslager aus dem Zweiten Weltkrieg an. Kommt mit! Geparkt haben wir an einem Friedhof in der Nähe, da der eigentliche Besucherparkplatz auf 2,10 Meter begrenzt ist. Der Eintritt kostet 9,50 Euro pro Person. Für weitere 3,50 Euro kann man einen deutschen Audioguide dazu bekommen, den wir euch wärmstens ans Herz legen. Nach dem Eintritt in die alte Ziegelei befindet man sich in einem kleinen Bereich, in dem man
auf ein 15-minütiges Einführungsvideo wartet. Die Einführung ist wirklich gut gemacht und man findet sich direkt im Thema ein. Danach startet der Rundgang mit dem Audioguide. Das Memorial ist in drei verschiedene Bereiche unterteilt: Wissen, Sehen, Verstehen. Im ersten Bereich, Wissen, erfährt man nochmal alles über die Entstehung des Zweiten Weltkrieges und wie es zum Antisemitismus kommen konnte. Über das Leben hier in Camp Mil berichtet der zweite Bereich, Sehen. Sehen, wie die Internierten mit kleinen Kunstwerken versucht haben, sich ihr Leben hier bunter zu gestalten. Sehen, wie unzählige Gefangene zusammengepfercht in den Ofenschächten nebeneinander geschlafen haben. Und auch sehen, von wo aus die tausenden Männer, Frauen und Kinder von hier aus nach Auschwitz deportiert wurden. Im dritten Bereich, und das macht für uns den großen Unterschied zu anderen Gedenkstätten, geht es um das Thema Verstehen. Verstehen, wie es zu so etwas kommen konnte. Verstehen, wie auch ich schon heute als einzelne Person verhindern kann, dass so etwas nochmal geschieht. Und verstehen, dass Widerstand in jedem Einzelnen von uns beginnt. Das Memorial ist ein Muss für jeden, der in der Region ist, denn es betrachtet die Geschichte vom damals, um für das heute zu stärken. Seit dem Internierungslager sind jetzt schon einige Tage vergangen und wir haben in der Zwischenzeit auch richtig, richtig coole Sachen wieder erlebt, die ihr natürlich nächste Woche wieder zu sehen bekommt. Wir legen es euch wirklich ans Herz, schaut euch das Internierungslager an, wenn ihr in der Gegend seid, weil wir finden, es ist wichtig, auf jeder Reise auch ein Stück Geschichte mitzunehmen. Ja, und vor allen Dingen ist das Schöne ja an dem Internierungslager, wie wir euch schon gesagt haben, dass das eben nicht nur geschichtlich ausgelegt ist, sondern auch dafür gemacht wurde, um was draus zu lernen. So, nun möchten wir aber Tschüss sagen. Euch hat das Video gefallen, denn ihr seid ja immer noch da. Sehr, sehr gut. Eine Bitte von mir. Tut mir doch mal den Gefallen und schreibt uns mal unter das Video,
in die Kommentare, was gefällt euch besonders gut, was können wir vielleicht noch verbessern oder ja, einfach mal ein kleines Feedback. Das freut uns extrem. Also, und lasst uns trotzdem einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Dann vergesst auch nicht, uns zu abonnieren. Ach so, bing. Genau, und jetzt darfst du, bing, die Glocke nicht vergessen. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video draußen ist. Wir freuen uns, euch nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, bleibt uns treu und bleibt abenteuerlustig.